die Olympischen Winterspiele in Peking stehen dieses Jahr wieder an und wir sind extra nach Rheinmünster gefahren zum Baden Hills Golf und Curling Club und wir treffen dort Manon Haas, sie ist Curling-Trainerin und wir gucken uns einfach mal an, was hat das eigentlich mit Curling auf sich? Ist das wirklich so schwer, wie es aussieht? In der Halle angekommen, entgegnet mir vor allem die kühle Luft. Ich treffe heute auf Manon Haas, die uns das Curling näher erklärt. Sie ist Jugendtrainerin hier in Rheinmünster und außerdem Vizepräsidentin des Deutschen Curling-Verbands. Doch bevor es aufs Eis geht, was ist Curling überhaupt? Tja, Curling nennt man vor allem Schach auf dem Eis. Wir spielen mit Steinen, die sind 20 Kilo schwer und die eine Kurve machen. Also man kann aber selbst bestimmen, ob die jetzt links rum oder rechts rum geht, die Kurve, von der Technik her, wie man spielt. Man spielt so ein bisschen Versteckspiel mit dem Gegner. Man kann dann Steine, die Kreise, die nennt man Haus, und dann kann man Steine vors Haus legen und dann hinten dran sich verstecken und der Gegner versucht, wie beim Mensch ärger dich, nicht einen rauszuhauen. Also da gibt es viele verschiedene Regeln, die da auch zu beachten sind und das macht dann eigentlich auch die Strategie aus. Dann mal ab aufs Eis, auch wenn es noch etwas wackelig aussieht. Aber was genau brauche ich jetzt zum Curlen? Also einmal braucht man so einen Slider hier, den man sich unter den Fuß drunter ziehen kann, damit man überhaupt rutscht. Dann haben wir hier unser Heck, das ist praktisch der Startblock. Dann nimmst du ja deinen Fuß da drauf und dann kannst du dich dann abstoßen. Dann haben wir natürlich den Stein. 20 Kilo schwer. Der gleitet aber nur auf einer Fläche hier, wo mein Finger entlang geht. Und darunter ist es konkav gewölbt. Und diese Fläche, auch wenn der so schwer ist, kann ich den hier auf dem Eis ganz locker entlang schieben. Und zwar, weil auf dem Eis sind so kleine Wassertropfen, gefrorene Wassertropfen. Und dazwischen ist praktisch Luft. Und dadurch kann der Stein dann diese 40 Meter da überhaupt vorrutschen. Dann haben wir hier noch den Besen. Mit dem Besen kann ich mich einerseits hier an der Seite ein bisschen abstützen beim Gleiten. Und das Zweite ist, dass ich natürlich wischen kann. Das kennt wahrscheinlich viele aus dem Fernsehen, dass da so gewischt wird. Dann heißt es wohl jetzt Besen schnappen und loslegen. Kann ja wohl nicht so schwer sein, oder? Okay, vielleicht doch. Aber das zweite Mal sieht doch schon um einiges besser aus. Oder? Wie habe ich mich geschlagen? Du hast dich sehr gut geschlagen. Also normalerweise macht man das mit dem Besen an der Seite gar nicht in der ersten Stunde oder vielleicht ganz am Ende. Und dass du da die Balance halten konntest mit dem Besen und dann gleich den Stein zu spielen, das war richtig top. Ja, ein spannender Tag in der Curlinghalle geht zu Ende. Ich muss sagen, ich habe richtig viel gelernt und bei den Olympischen Winterspielen dieses Jahr werde ich das Curling mit einem bisschen anderen Auge betrachten.